So, wir sind wieder zurück bei einer neuen Episode von Fantastic Four aus dem Jahr 2005. Okay, wir haben diesen Boss hier in der letzten Episode gecheckt. Ich weiß jetzt auch, wie er funktioniert. Und ich habe die zwei hier ein bisschen geskillt. Weiß jetzt nicht, bin auf jeden Fall gespannt, ob es was bewirkt jetzt hier am Ende. Wo ist denn der da vorne? So, denn wir wechseln jetzt, eigentlich jetzt schon hier mal den Charakter, damit wir uns vorbereiten auf das, was jetzt kommt. Wenn der Gegner hier mal besiegt ist. Ben, du packst das! Also ich will gerade ungern Mana vergeuden. Jetzt für ihn. So. Und das testen wir jetzt mal, ob das hier was bringt. Ja, oha! Okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Warum nicht gleich so? Der Countdown der Selbstzerstörung läuft. Treffen wir uns am Hangar. Zeit zu verschwinden. Was war das denn bitte? Also hätte ich das gewusst, hätten wir safe weniger als 6 Minuten gebraucht. Also das ist auf jeden Fall sicher. Ein paar Minuten zuvor. Dieser Ort. Hier ist alles schiefgelaufen. Hoffentlich lässt es sich hier auch in Ordnung bringen. Team, hier Reed. Ich betrete den Reaktorkomplex. Und wenn wir bis dahin nicht genügend Schildteile haben? Werden wir. Müssen wir. Theoretisch müsste ich auch ihn ein bisschen skillen. Weil schaut mal, wie lange er braucht, um hier die Gegner platt zu machen. Oh, okay, check. Die machen ganz gut Schaden auf mich. Ich würde gerne den hier, okay, der ist besiegt. Ich glaube, den einen kann ich eh nicht besiegen. Da muss ich einfach mal ein bisschen hier weiter nach vorne laufen. Das ist nicht gut. Die Energiesysteme sind bereits überladen und verursachen einen kosmischen Miniatursturm. Aber das Terminal dort drin ist das einzige, von dem aus man die Selbstzerstörungssequenz starten kann. Ich muss mich in alle diese Systeme hacken, um die Steuerung der Selbstzerstörung zu erreichen. Okay, das heißt, wo müssen wir zuerst hin? So, anscheinend hier in die Richtung. So, es ist hier ohne Zeit. Ja, mal besiegt er die schnell. Guckt euch das mal an. Der hier hat ja noch ein bisschen Leben. Also es gibt sehr viel zu skillen. Wir haben aber auch sehr viele Punkte. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Müssen wir durch diese Türen. Dann würde ich zuerst hier durch diese hier laufen. Aua. So. Ich glaube, die Attacke haben wir doch geskillt, oder? Und wenn nicht, anscheinend nicht, würde ich das jetzt einmal ganz kurz machen. Wirbelfäuste haben wir eigentlich. Spinnenminen setzen wir sehr selten ein. Dann würde ich sogar... Ja, wobei, das setze ich auch sehr selten ein. Dann würde ich einfach hier die hier skillen. Das haben wir schon und das hier. Damit wir hier wenigstens ein bisschen mehr Schaden machen, wenn wir unsere Kombos aktivieren, wenn die uns überhaupt lassen. Weil bevor wir unsere Kombos hier gemacht haben, ja, hier sowas hier zum Beispiel,
wären wir eigentlich in der Regel schon von irgendwo angegriffen und wir kommen nicht zu unserer Combo. So, ist es der Rechner hier? Primärer Kernschildgenerator deaktiviert. Notfallgenerator geht online. Subschildleistung unregelmäßig. Zerstöre die drei Schildgeneratoren. Ja, aber wie? Ach. Sehr wahrscheinlich so. So, der eine ist zerstört. Ich glaube, die wussten schon Bescheid, dass wir irgendwann hier hinkommen. Weil ja nur er das hier lösen kann. So, die drei Dinger sind kaputt. Schild deaktiviert. Was rennt denn darum? Die Kreaturen sind frei und voll aufgeladen. Die ignorieren Vielleicht wir. Finde ich eine Möglichkeit, sie vorher zu schwächen. Wozu? Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und gucken, was wir hier lösen müssen, was wir hier tun müssen. Da frage ich mich aber wirklich, warum die Attacke auf Maximum vollgeskillt ist und einfach kaum Schaden verursacht. Klar, die Kleinen, die kriegen wir gut besiegt, aber der hier zum Beispiel... Was, der hat was überlebt? Ja, die haben echt viel Leben hier. Aber lebenstechnisch kommen wir zumindest ganz gut zurecht. So, was haben wir hier? Was ist das? Oh, das sieht jetzt hier gerade. So, wir müssen erstmal hier gucken. Wir nehmen mal das. Ich mache jetzt gerade irgendwas. So, das muss ja theoretisch hier so hin. Ja, anscheinend haben wir es gepackt. Wartungsrampe aktiviert. Hat er eigentlich schon aufgegeben? Der Zufall hat es für mich gelöst. Die Energie des Sturms fließt durch die Laufstege. So, wir müssen... Müssen wir hier auch noch was machen? Nein. Ja, bedeutet, wir werden hier nochmal kurz verprügelt und dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich glaube, da war noch eine Tür, oder? Oh, wir laufen mal lieber in die Richtung. Oh, was haben wir hier? Ja, ich muss mal ganz kurz durch. Ach, ich kann jetzt hier hin. Oh, 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 ist das normal? Ich glaube, ich darf da nicht hin, oder? Müssen wir... Okay, wir müssen die Gegner hier besiegen. Richtig? Ja, dann probieren wir das. Bringt aber nichts. Es bringt ja echt nichts. Nee. Ich muss einmal durch. So, hier waren wir. Da waren wir. Ach, hier ist noch eine Tür. Okay, hier muss ich noch rein. Sehr coole Kombos, wenn die mich mal lassen hier. Dann kriegt man hier auch recht gute Kombos hin. So, einer noch. Haben wir auch gut genutzt, um uns hier wieder komplett vollständig zu heilen. Die betäuben einen. Das macht ja gar keinen Schaden. Also ich bereue es, dass ich diese Attacke
geskillt habe. Wir haben unser Super bekommen. Das ist schon mal gut. So, hier haben wir jetzt nochmal das Rätsel. Terminalarbeiter, gehen Sie der Reihe nach an Ihre Arbeitsplätze. Ach, das ist ein anderes Rätsel hier. Oh mein Gott. Zeit abgelaufen. Nächste Wie? Schlüsselsequenz nicht gefunden. Hä? Umleitungssequenz. Der hat doch hier vorne angefangen. Hat der nicht hier vorne angefangen? Vorne, links, rechts, vorne, rechts, vorne, links. Ich glaube noch mal vorne und dann links, oder? Pro Gamer! Überflüssige Energie abgezogen. Das heißt, wir kommen jetzt da rein, oder? Wir probieren's. Oh, ja, wir lassen uns erstmal hier nochmal verprügeln. Okay, wir müssen jetzt einmal komplett überleben. Aua, 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 aua. Okay, das tat weh. Ist einmal rum. Denn ich glaube, wir kommen jetzt durch. Oh, nein, 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 nein. Jawohl. Okay. Och, nee. Jetzt auch noch mit drei Dingern hier. Warte, wir gucken erstmal hier. Erstmal sogar hier. So, wir könnten das hier machen. Was? Wie viel Zeit? Das ging viel zu schnell. Da müssen wir einfach pokern. So, ich würde sagen, wir probieren es hiermit. Hiermit. Bitte geh weiter. Zieh durch. Warum geht das so? Okay, ich habe auch die falschen Tasten gedrückt. Sehe ich gerade. Ne. Ne. Diesmal ist es ein bisschen schwieriger. Das haben wir probiert. Das haben wir probiert. Dann muss es das hier sein. Das hier und das. Vorher immer sehr gut funktioniert. Diesmal leider die letzte Option gewesen. Wow! Was glaubt ihr, wie viel das Victor gekostet hat? 2,64 Milliarden? Wie soll er bei Reed anschreiben? Ich würde einfach sagen, gar keine Zeit verlieren, direkt weiterspielen. Let's go! Wir haben es geschafft. Wie romantisch. Tarried, die Schlacht hast du gewonnen. Aber ich gewinne den Krieg. Heute ist mein Tag. Die Abwehrgeschütze hauen richtig rein. Halt, stopp. Sie gehen offline. Das Baxter-Building wird angegriffen. Unser Sicherheitsmainframe wurde gehackt. Vor uns ist die Luft rein, Boss. Ja, während die anderen beiden hier rumknutschen, müssen wir uns hier um Wichtigeres kümmern. Okay. Okay, wir müssen die Teile schützen. Jetzt kommen sehr wahrscheinlich ganz viele Gegner. Macht es Sinn, ihn hier zu spielen? Die machen diese Teile ja richtig kaputt.
Macht mal schneller diese Dinger hier. Repariert mal hier ein bisschen schneller. Die bemühen sich hier noch nicht mal. Richtig Spaß dabei, die Teile hier anzugreifen. Aber wir haben ihn gesehen zum ersten Mal in der Zwischensequenz. Dr. Doom ist am Start. Bin mal gespannt, ob Dr. Doom im MCU eine wichtige Rolle spielen wird. Dann hoffe ich aber, dass er besser umgesetzt wird als hier bei den alten Fantastic Four. Ich meine, für die damalige Zeit ist das schon recht gut. Aber jetzt für das MCU, da muss noch ein bisschen, ich sag mal, die Gefahr von Thanos her, damit das ein bisschen ernster wird hier mit Dr. Doom. Ja, wie viele Gegner kommen denn? Noch ein paar Sekunden, okay. Ja, für die paar Sekunden. Ah. Jawohl. Stoppe die Angreifer im Hof. Oh mein Gott, wie viele sind das? Ja. Das macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Aber die Geschütze sind gut. So, hier ist noch einer. Das haben die Geschütze hier erledigt. Nicht übel, Flämmchen. Gehen wir rauf und helfen Ray. Die Sicherheitstüren sind immer noch geschlossen. Du musst einen Weg hineinfinden. Lass mich mal. So, es ist diese X-Aktion, die ich erst jetzt gelernt habe. Wow. Oh mein Gott, lass mich rein, damit ich mehr Platz habe zum Kämpfen. Okay, den müssen wir als allererstes besiegen. Was ist das? Oh, wir können ihn hier. Ja. Ich glaube, ich muss ihn so von dieser Kanone holen. Mach mal Platz hier, ich sehe nichts. Mein Gott. So, was stand denn da? Schnell X drücken. Hab ich. Weg mit... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Die holen gerade noch alles raus am Ende. Hab ich unendlich Schuss? Okay, das gibt natürlich wieder ein paar Pluspunkte. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Mega. Wie viele noch? Das hört ja hier gar nicht mehr auf. Die Aktionen dauern immer so lange, dass man nicht weiß, ob das überhaupt noch richtig ist, was man hier tut. Aber gut. Wir bleiben hier sitzen, weil hier sind wir sicher auf jeden Fall. Boah, was ist das da? Das sind doch die, die explodieren. Komm, du gehst mir hier so richtig hart auf den Sack. Deshalb drehen wir uns jetzt im Kreis und greifen alles an, was mir zu nahe kommt. Oh mein Gott. Alles ignorieren.
keinen Schaden auf den Großen. Ja, wir drehen uns einmal im Kreis und dann machen wir wieder Schaden auf den Großen. Jawohl. Noch Fragen? Kann ich dieses Teil mitnehmen zur nächsten Mission? Das wäre gut gegen Dr. Doom. Und Mann, war das laut. Hallo, Ben. Oh mein Gott. Victor, bist du das? Ich habe etwas, was dich interessieren könnte. Komm mit mir und ich erkläre dir alles. Ben, nicht! Warte! Hast du Victor gesehen? Ich bin ihm ins Labor gefolgt, aber er ist nicht mehr er selbst. Mann. Das könnte glatt funktionieren. Pass auf, was du dir wünschst. Hier empfängt ein Mann sein Schicksal. Besiege 80 Gegner, dass das ein Bonusziel ist, das ist schon heftig. Also 80 Gegner, das bei dem, was am Ende alles auf uns zugekommen ist, easy. Ich hoffe, dass wir jetzt aber gegen Dr. Doom kämpfen können. Ich bin bereit. Wir müssen mein Sicherheitssystem umgehen und den Mainframe umprogrammieren. Ich glaub's nicht, wir brechen in unser Zuhause ein. Das kann nur Victor gewesen sein. Warum habe ich ihm nur vertraut? Er hat uns alle reingelegt. Vorsicht, die automatische Verteidigung aktiviert sich. R1 und dann was? Was will der von mir? Ach so, sehr wahrscheinlich war das gerade richtig und muss dann check. Ich werde angegriffen. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Mittlerweile hasse ich diese Dinger hier. Nein, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Ne, das ist das. Dann probieren wir das hier mal. Auch nicht. Wir haben noch ein paar Sekunden. Jawohl. Ja, ich helfe dir kurz. Zumindest haben die aufgehört, rumzuknutschen, weil das ist auch der Grund, warum Victor jetzt so ein bisschen noch verärgerter ist als sonst. Ich meine, die sagen ja selber, das ist ihr Zuhause hier. Warum hat Victor Zugriff auf deren privaten Kameras? Fragen wir lieber nicht. Okay. Oh. Gar kein Problem. Ihr kommt genau alle zur richtigen Zeit. Ach nein, der explodiert doch. Boah, das... Das vergisst man hier immer. So, und tritt ins Gesicht. Erstmal so ein bisschen Platz machen. Ach, hau doch ab, wenn der doch so macht. Dass er auch noch darauf wartet, dass ich eine Taste drücke. So. Eine Faust ins Gesicht und weg. Bleib du ruhig da vorne. Ich meine, hier ist ja gar nichts passiert. So, da ist der Schalter. Was ist das? Ist das ins Wohnzimmer eingebaut? Wer hat das da hingebaut? Die Form folgt der Funktion zu. Seit wann ist denn das da? Hier ist mega viel faul in deren Wohnung. Würde ich mir Sorgen machen. So, super ist verfügbar. Also, ja, scheint hier nicht zu interessieren.
Ich klicke mal hier auf die Knöpfchen und dann schauen wir mal. Wir nehmen mal das zweite. Dann das hier. Und das. Perfekt. Okay, Geschütz umprogrammiert. Der ist einfach weg. Ich dachte, der hilft uns jetzt. Komm, noch zwei Schläge oder ein Schlag und dann weg da. Selber schuld, wenn du nicht auf Seite gehst. So, erstmal Platz machen und dann greifen wir an. So, wir betätigen hier nochmal. Also es geht nicht. Die Hauptzugangstür ist versiegelt. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Oh mein Gott. Muss ich die besiegen oder kann ich direkt raus? Weil wir werden jetzt hier angegriffen von allen Seiten. Okay, Wie kommt sie denn auf die andere Seite? Oh nein. Boah, wie cool ist das denn bitte gewesen? Also, au, wir müssen die alle gar nicht alle besiegen. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Hier schnell um die Ecke. Ja, macht alles kaputt. Oh mein Gott, wir müssen wechseln. So, lieber früher als zu spät betätigen. Nein. Oh mein Gott, okay. Das hier ist auf jeden Fall falsch. Da muss das hier hin. Und somit müssen wir nach oben. So. Mainframe-Neustart abgeschlossen. Oh mein Gott, noch so ein Gegner. Oh mein Gott. Okay, ich mache auch das Rätsel hier. Stopp. Was? Ich kann ihn steuern? Oh mein Gott. Die holen ja echt alles raus hier in dieser einen Episode. Was geht hier ab bei diesem Spiel? Hätten die sowas nicht auch am Anfang setzen können? Mega gut. Also nochmal ein paar Pluspunkte drauf. Das müssen wir jetzt natürlich auch wieder eine halbe Stunde machen. Kennen wir ja nicht anders hier bei dem Spiel. Hey, da ist doch niemand mehr. So, genau. Also ich glaube, wir können nachher so gut skillen. Also die Kombos funktionieren übrigens auch in diesem Modus hier. Aber wie ihr auch seht, lassen die Gegner das einfach nicht zu, dass wir hier unsere Kombos einsetzen. Aber das ist mir egal, wir kriegen gerade so viele Punkte. Es kann von mir aus auch eine Stunde hier so weitergehen. Was ist denn hier? Okay, ich sag mal, die Mehrheit der Gegner
sind weg. Außer, oh, was haben wir hier? Das nehmen wir natürlich noch mit. Haben wir natürlich in einigen Leveln verpasst. Aber wir haben uns eigentlich auch schon recht gut umgeschaut immer. So. Du bist erstaunlich. Du überraschst mich jeden Tag aufs Neue. Der Tag ist noch jung, Susan. Ich wette, Victor hat auch ein paar Überraschungen auf Lager. Ja, auf geht's zu Victor. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist das erste Level, wo wir alles geschafft haben. Nein, lande 10 Vierer-Kombos. Aber ich habe es ja erklärt. So einfach ist es nicht. Ich würde dann auch sagen, dass wir vielleicht in der nächsten Episode das große Finale haben werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es auch so kommen wird, ob wir gegen Victor, Dr. Doom kämpfen werden oder ob wir dann doch noch irgendwo die Welt bereisen werden mit den Fantastic Four. Weiß man nicht. Ich bin gespannt. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Tschaußen.